Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus Johanns Turnbuch. Heute bin ich mal auf Entdeckungsfahrt gleich vor der Haustür. Meine erste Turnbeschreibung mit dem Fahrrad sein. Ich habe das Fahrrad dieses Jahr erst wieder so ein bisschen für mich neu entdeckt. Insofern wird das auch wieder eine spannende Tour werden. Geplant ist von Freiberg aus an Brand-Erbesdorf vorbei, Müdesdorf, Weigmannsdorf nach Mulda, dann ein Stück im Tal der Freiberger Mulde bis Klausnitz. Klausnitz wurde dann ein sehr, sehr langer, teilweise auch heftiger Anstieg auf mich. Dann geht es im Floßgraben Richtung Holzau rüber, vorbei an Torfhaus, runter wieder ins Tal der Freiberger Mulde zum Teichhaus. Dann der nächste heftige Anstieg hoch Richtung Neuhermsdorf. Und dann soll es im Gimnitztal runtergehen bis vorbei an der Talsperre Lichtenberg, bis dann die Gimlitz wieder in die Freiberger Mulde fließt. Und dann geht es halt von da aus weiter über Weißenbrunn nach Freiberg zurück. Es werden so runde 80 Kilometer werden. Das wird hinten raus sicher ein bisschen zäh werden. Weiß ich nicht, ob ich das so locker wegstecke. Vorteil im zweiten Teil, dann geht es meistens bergab. Ja. Herausforderung heute einmal die Distanz. Und dann soll es relativ warm werden, so 28, 29 Grad. Und die heftigen Anstiege zwischendrin. Aber trotzdem, ich freue mich drauf. Und mal gucken, wie das wird. Da geht's los. Zwischen Freiberg und Brand-Erbesdorf treffe ich auf die erste bergbauliche Wasseranlage. Auf meiner Fahrt treffe ich noch auf einige Kunstgräben, die hier das Erzgebirgsland durchziehen. Auch der Name des Waldbades Erzengler deutet auf seine ursprüngliche Bestimmung hin. Durch Müdesdorf und Weigmannsdorf geht es fast immer leicht bergab und so geht es zügig dahin. Am Gasthof Weigmannsdorf biege ich dann rechts ab auf eine kleine Straße, die Richtung Mulda führt. Hier erwartet mich der erste heftige Anstieg. Thank you.
zum Glück gibt es oben einige Motive, die mich sozusagen zu einer Pause nötigen. Wenig später erreiche ich Mulda-Randeck. Und bin dann kurze Zeit später im Tal der Freiberger Mulda unterwegs. Hier die Sägemühle und die Kirche von Mulda. Für die nächsten Kilometer folge ich der Freiberger Mulde stromaufwärts. Also jetzt am Ortseingang von Klausnitz ist Zeit für eine kleine Pause, eine Erfrischung, eine Stärkung. Und dann kommt mein zweiter größerer Anstieg. Bis jetzt läuft es gut. Und so rund 30 Kilometer weg. Das spielt auch mit. Das ist alles gut. Ich erlebe einen Tag der kräftigen Farben. Überall sattes Grün und leuchtende Blumen säumen den Weg. Weit schweift der Blick über sanfte Mittelgebirgslandschaft, die mir aber als Radfahrer doch einiges abverlangt. In der Ferne ist der Schwartenberg zu sehen. Für mich geht es nun wieder ein kleines Stück hinunter, um am Flussgraben Richtung Holzau zu fahren. Hinauf zum Torfhaus gibt es dann noch einen Anstieg, an den ich überhaupt nicht mehr gedacht hatte.
erstmal kurz ein bisschen durchschnaufen. Der Einstieg wurde auch wieder sehr lustig. Ja, und jetzt geht es hier wieder ins Moltental runter. Und dann Richtung Neuhermsdorf wieder ordentlich bergan. Aber dann gibt es noch am Ende einen Anstieg und das zwischendrin erstmal lange Zeit gemütlich bergab. So, jetzt kriege ich wieder einigermaßen Luft und dann geht es halt weiter. Die Abfahrt vom Dorfhaus hinunter zum Teichhaus gibt mir nur wenig Zeit zum Luftholen. Sichtlich gezeichnet erreiche ich die Gimlitzquelle. Das hier ist jetzt also der Beginn der Gimlitz. Den Bach werde ich jetzt bis zu seiner Mündung in die Freiberger Mulde verfolgen. Wir können also jetzt mitverfolgen, wie das langsam größer wird, bis in die Talsperre Lichtenberg mündet. Ich nutze diesen wunderschönen Platz für etwas Erholung und beobachte das rege Treiben auf dieser Gebirgswiese. Nur wenige Kilometer weiter auf der Wiese gegenüber vom Kalkwerk Hermsdorf mache ich die Entdeckung, dass ich nach vielen Jahren wieder einmal zur rechten Zeit hier vorbeikomme, gerade um die Orchideen hier in voller Blüte stehen zu sehen. An der Weichelmühle gönne ich mir die nächste Pause und ein wenig Stärkung. Zur Erinnerung, so sah es hier auf meiner Wanderung im März aus. Es zeigt sich wieder einmal, dass jede Jahreszeit ihren Reiz hat. Kurz vor der Talsperre Lichtenberg ist aus dem kleinen Rinnsal schon ein ansehnlicher Bach geworden. Und hier endet der Film leider ziemlich abrupt. Ab der Talsperre Lichtenberg hatte ich einfach nicht mehr die Energie, noch ein paar Sachen zu filmen. Bin dann einfach stur die restlichen 20 Kilometer durchgefahren und
War dann gut geschafft zu Hause. Ich habe auch bis jetzt noch nie die Lust gefunden, das letzte Stück noch mal nachzudrehen oder so. Ja, werde ich vielleicht mal in eine andere Tour mit einbauen und dann zeige ich das restliche Stück Muldental von Lichtenberg Richtung Weißenbrunn und zurück nach Freiberg dann nochmal. Ja, ich bin jetzt gerade unterwegs auf eine kleine Feierabendrunde. Hinter mir der Wasserturm von Breunsdorf. Weithin sichtbares, markantes Bauwerk, was seit vielen Jahren so vor sich hin verfällt. Ja. Als kleine Entschädigung, wenn es das denn ist, zeige ich im Anschluss noch ein paar Sonnenuntergangsfilmchen aus Freiberg, vom Schlossplatz, Untermarkt und so weiter. Vielleicht regt das den einen oder anderen mal an, Freiberg zu besuchen. Ist immer eine Reise wert. Ja, das soll es für diesmal gewesen sein. Wenn es Spaß gemacht hat, dann vielleicht bis zum nächsten Mal bei einer neuen Episode aus Jans Tonbuch. Tschüss.